Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, wir sind Folge 28 am Einrichten unseres Lagerhauses. Und Alpain ist auch wieder dabei, immer noch gleiche Session. Hallo. Da ist er ja. Ja, dann lass uns auch mal gleich loslegen. Wir brauchen ja immer noch Kisten. Ja, magst du sonst nochmal eben fix ein bisschen ja, loslaufen und dich um Holz kümmern? Ich kümmere mich um Holz. Dann werde ich nämlich in der Zeit noch ein bisschen umsortieren hier. Dass wir das dann auch hinter uns haben. Oha, wenn man sich immer so Wollen wir guckt. einfach uns mal Müssten kurz auch mal. hinlegen? Können wir gleich machen. Kleiner Moment. Jetzt möchte ich mich eben kurz voll saugen hier. Mit dem ganzen Kram, den wir hier rumliegen haben. So. Komme ich eben kurz zum Schlafplatz. Ah, hier fehlt auch noch eine Platte. Zack. Jojo, und ein schöner neuer Tag. Gleißende Sonne. Morgen. Ja, naja, morgen. Die Morgenmuffel hier, ey. So, jetzt geht's wieder. Dann sieht das herrlich dämlich aus mit deinem Kopf dazu. Ja, dann lasset uns mal frisch ans Werk gehen. So, was haben wir denn jetzt noch dabei? Ja, wir haben hier hauptsächlich Rohstoffe, wo wir auch noch überhaupt null vorgesehen haben für, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Das ist ja ein bisschen blöd. Bisschen ist Was machen wir gut. denn da? Dann knall ich die jetzt einfach erstmal hier rein. So auf Sicherheit. So, und jetzt gucken wir nochmal hier. Was haben wir denn jetzt noch an Holz? Wirklich mau. Du brauchst jetzt Tropenholz ab. Jo. Geht einfach am besten. Kann ich einfach mal eben den Rest hier verballern. Noch eine Kiste bauen, vielleicht eine zweite. Ne, eine. Dann habe ich wenigstens noch mal eine Kiste für den Monster-Loot. Haben wir denn Glas? Monster-Loot. Zack. So, jetzt haben wir natürlich nichts dabei. Was da auch irgendwie reinkommen könnte. Aber wir haben ja noch in den Kisten rumfahren. Was haben wir davon? In den Kisten rumfahren. Monsterloot, eine ganze Menge. Mir ging es gerade um das Gen noch. Zum Transportieren, ja. Das ist erstmal genug, ja. Aber so viel ist das gar nicht. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ich kann einfach mal den ganzen Scheiß hier mitnehmen. Soweit ich kann. Genauso wie für Nahrungsmittel, da haben wir auch noch gar kein Kistchen stehen. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht doch irgendwo in der Mitte, relativ zentral im Lagerhaus, dann auch sowas wie Nahrung machen. Nahrung und die Rohstoffe halt. Also Eisen und sowas. Dass man da halt sehr schnell rankommt. Das denke ich mal, wäre gar nicht schlecht. So, Augen, Knochen und verrottetes Fleisch. Das war's schon, ne? Ja. Glaube. So. So, Sandstein, Sand, Kies, Wie bitteschön ist dieses Ei in die Lehmziegel, Baumwipfel gekommen? Lehm. Das kann ich dir nicht sagen, du. Da haben wir auch Glas. Was? Da ist so viel Kies drin? Nee. Das ist einfach nur rausgepoppt. Toll.
wir jetzt auch noch nicht so viele. Ja, ich reiße jetzt hier einfach mal die Kisten nochmal ab, wo wir noch nicht so viele brauchen von. Um einfach ein bisschen erstmal Kisten zu sparen. Dass wir überall halt schon was reinkriegen, ne? Jo. So, jetzt haben wir nochmal 8 Kisten über. Feuer, Sprengzeug, Lehmziegel, ja gut, Lehmziegel haben wir im Moment nicht. Glas haben wir aber. Da haben wir Glas und Glasscheiben. Pflanzenerzeugnisse. Ja, das ist jetzt auch so eine Aussage. Was zählt denn für dich zu Pflanzenerzeugnissen? Hasch, Heroin. Spaß beiseite. Ja, ich kann damit gerade nicht wirklich viel anfangen. Ich dachte so an Getreide, Samen. Ja, aber kommt das nicht dann eher bei Nahrung rein? Naja, auch Zuckerrohr zählt da für mich rein. Oder Kakaobohnen. Also eher unwichtiger Stuff. Nun gut. Jetzt bin ich gerade noch mal am Grübeln. Wie kann man das jetzt vernünftig machen in der Mitte? So ein wieder unsere Regalkonstruktion da? Ja, warum nicht? Was spricht dagegen? Bin gerade total verwirrt. Da haben wir Eiche. Ja gut, wir haben noch gar keine Leuchtgloben. Würde ich die Regalkonstruktion machen? Nee. Puh. Problem bei der Regalkonstruktion ist doch wieder, dass du dann quasi nur eine Kiste dann da hast. Weil wir ja wieder nur 3 hochgebaut haben, weißt du? Ich verstehe nicht ganz. So wie ich sage? So wie du es sagst, verstehe ich es nicht. Du bist auch ein Horst. So, was hast du jetzt davon? Oh, das hat mich jetzt aber getroffen. Ja, bis ins Mark. Mhm. Ja. Oh, ah. Ich mach das jetzt so. Ja, das geht ja nicht. Was hältst du davon? Moment, kann ich dir gleich sagen. Nachdem ich 32 Kisten hergestellt habe. Das hört sich doch mal noch ein bisschen was an. Ich kann noch mehr. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sieht gut aus. Ja, quasi einfach so als Wand durchziehen hier. Dann muss man ja, ich habe jetzt natürlich nicht mehr genug Eichenholz dafür, für so einen Kram. Aber warte mal, fällt mir da was anderes auf. Viel geiler wäre das natürlich. Was hältst du von 64 Kisten? Ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Ja, so ist doch vielleicht sogar viel cooler. Wenn man dann die Bretter noch im Hintergrund sehen kann. Und das natürlich dann genau auf die Kisten zugeschnitten ist. Magst du dich mal vornehmen was? Ja, doch. Und dann kann man auch noch, ist noch genug Platz für die Schilder dran. Mal gucken. 1, 2, 3.
Jo, würde sogar genau passen von Breite her. Kann man sich hier noch vernünftig bewegen? Das ist doch schick. Jetzt fehlt mir nur eigentlich ein Holz. So. Haha. Dann würde ich nämlich hier gerne. Schau mal eben kurz. Hier die Nahrung hinhaben. Also das, was du wirklich fressen kannst. Hier dann zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal das Eisen. Und hier dann zum Beispiel. Ja, so die ganzen Samen und sowas halt zum Anbauen von Getreide als Beispiel. Ja. Okay, was machen wir dazu? Zack, zack, zack. Das hat die Frage. Lohnt sich das hier noch was hinzumachen? Ich glaube, das muss alles ein weiter nach, von mir aus gesehen, rechts. Also in den Raum weiter rein. Eine zweite Reihe kriegst du da nicht hin. Das kriegst du nicht vernünftig verarbeitet. Also dann so. Zack. Nee, 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 nee. Jetzt auf einmal doch nicht. Du hörst mir nicht zu. Ich habe eben gerade gesagt, warum. Es muss alles ein weiter in den Raum Ach rein. so. Das meintest du. Ja, das meinte ich. Weil das nicht passt. Weil hinten kannst du nicht noch eine zweite Reihe von diesem Regal bauen. Wir haben es nicht breit genug gebaut. Ein oder zwei breiter, dann hätte das geklappt. Aber ganz ehrlich. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, und jetzt quasi immer in den Zwischenräumen. Da kommen die Kisten dann hin. Also jetzt nicht genau da rein, sondern davor halt, ne? Das wäre dann vor die Genau. Zwischenräume. Naja, auf Höhe der Zwischenräume. Wie wär's damit? Ich bin immer noch für vor. So, jetzt nehme ich einfach mal die Resteiche hier. Mach mal ein bisschen Holz. Ja, das reicht. Ja, aber das wirkt doch auf jeden Fall schon Das wirkt ganz wie ein nice. Lagerhaus. Jo, das sieht doch schick aus. Das sieht doch wirklich schick aus. Gut. Ja, also hier Nahrung dann. Pack ich einfach mal noch was rein, was ich jetzt noch hier über habe. So viel braucht man ja gar nicht. Dann packe ich jetzt hier das gut Weizen und Samen daneben dann. Ja, würde ich sagen. So. Genau. Und dann kommt hier. Habe ich dann jetzt. Da hatte ich das eingepackt. Den ganzen Scheiß mitnehmen. So. Soll ich schon mal die restlichen Kisten So, und auslegen, dann die ich im Inventar kommt. habe? Wir brauchen auf einen gleich wieder Schilders. Schilders. Also ich habe jetzt hier außen Redstone hingetan. Das wird man ja sicherlich auch, wenn man erstmal was baut, viel brauchen. So, dann packe ich jetzt hier Eisen rein. Ja, Das und dann kann man ja quasi auf der Rückseite. Okay, ich muss mal eben kurz die Aufnahmen unterbrechen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Eine kleine Unterbrechung hier. Er hat ein blödes Handy geklingelt. Er hat vergessen, das auszustellen. Ja, eigentlich hätten wir jetzt die Folge auch schon beenden müssen. Dachte mir, naja gut, dann geht nicht anders, kriegt ihr jetzt noch ein paar Minuten drauf. So ganz haben wir uns ja eh immer nicht so dran gehalten. So, hier tue ich jetzt einfach mal Kohle rein. Diamant. Lapis.
So. Jetzt würde ich ganz gerne die Pflanzenerzeugnisse hier weghaben. Und hier die... jetzt Linge müssten sie auf Deutsch heißen, ne? Ja. Ach, jetzt hab ich... Hattest du das in der zweiten oder in der dritten Reihe geschrieben? In der zweiten. Zweiten, ne? So, müsste das da jetzt stimmen. Dann setze ich jetzt einfach mal hier die Setzlinge rein. Wie, das war's schon? Tintensack. Ach, einen Tintensack haben wir auch schon irgendwo her. Interessant. So, ich habe jetzt hier immer noch ein paar Truhen. Kann man ja doch nochmal hier auffüllen. Wo es vor allen Dingen vonnöten wäre. Warte mal überlegen. Aber eigentlich. Das passt, glaube ich, soweit erstmal. Gut. Kohle. Da ist noch Kohle über. Wolle. Nichts für Wolle. Gar nichts für Wolle. Wir brauchen. Wir brauchen doch ein zweites Stockwerk. Naja, das erste reicht, ja, wir machen das modular. Ja, siehst du? Gut, dass wir es gemacht haben. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir jetzt schon wieder ein Problem. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach erstmal hier hinten. Das hier hinten irgendwie so als allgemeinen Mist-Scheiß, so. Für die Sachen, die halt noch nicht so wirklich ihren Platz haben. Was hältst du davon? Ist angenommen. Genehmigt. Ist aber gütig von dir. Ja, finde ich auch. So, ist das denn jetzt da drüben eigentlich leer? Weiß ich nicht. Ach, du hilfst mir vielleicht mal. Ich geh mal gucken. Ah! Creeper. Genau gehört. Komm her, du Made. Ja? Trau dich, trau dich. Da war gleich noch einer hinter. Drecksack. Hat er seinen Bruder mitgebracht. Domme Sau. Da hinten liegt jede Menge Kram. Ja, sowas darf man noch nicht einfach tun. Kisten kaputt machen. Man ist eigentlich eine ganz nette Sache, wenn man schnell die Sachen rauskriegen will. Ist nur blöd, wenn man nicht genug Platz hat. Wow. Ei. Soll ich dir mal was sagen? Wir haben eine ganze Menge Gold. Wir haben fast einen Stack zusammen. Das ist ganz anständig. Ja, würde ich auch behaupten. Scheiß Creeper. So. Weg mit dir. Hey. Gut. Hab da ja hier auch noch ein bisschen Stuff mitgebracht. Sogar noch eine Tür, sehe ich gerade. Pflastersteine. Rein mit dem Scheiß, rein mit dem Scheiß. Da ist auch noch was. Leder und so einen ganzen Kram. Müssen wir auch noch mal gucken, dass wir das irgendwie einsortiert bekommen. Was haben wir denn hier noch? Wolle wollte ich ja jetzt erstmal hier reinschmeißen. Wolle, Wolle. Genauso wie Leder, Bücher, Papier, das kommt auch alles erstmal hier rein. Blume, Kakaobohnen, Kakaobohnen, ja gut, Kakaobohnen kommen ja da hinten hin. Was heißt da hinten? Nicht. Nee, ist schon gut. Alles gut, alles gut. So, Zuckerrohr packe ich auch hier rein. Federn genauso. Eier.
Da können sagen, Eier packe ich auch erstmal dahin. Ah. Ja, glaube ich, habe größere Eier als du, oder? Das wage ich nicht in Zweifel. Da bin ich mir nicht so sicher, mein Freund, du. Da würde ich nicht so große Töne spucken. Was heißt die mein große, kleiner Ossi. Was heißt die große Töne spucken? Ich bin mir meinem Sieg relativ sicher. Ich meine, du sagst zwar Ossi, aber ich war ja auf den vergoldeten Straßen, die du mir bezahlt hast. Ja! Jetzt wohl gern. Jetzt wohl gern. Pflasterstein. Sandstein. Da. Nee. Was wollte ich denn jetzt? Das Fleisch loswerden. Nahrung. Ja, es muss nur noch gekocht werden. Das ist ja jetzt nicht so. Gold fehlt hier noch, ne? Ja, Gold fehlt hier noch. Ja. Ja gut, das Gold tue ich mal zu. Ja, wobei Lapsis. Gold. Ach, scheiß drauf. Hier kommt Gold rein, so. Ist halt so. Ja. Mhm. Ich sehe es schon kommen. Wo haben wir Gold hingefahren? Irgendwann ist die ganze Kiste da voll. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir hier einfach mal Werkzeuge rein. Doch, das ist eigentlich ganz okay. Denke ich. Ist doch gar kein Gold so drin. Dann guck mal eine weiter. Dann tust du gucken eine weitere. So. Ja, das sieht doch gut aus. Wobei, eine Kiste hättest du hier ruhig lassen können. Dass man halt, wenn man minert, dementsprechend auch was zum Abliefern hat. Ich habe noch 36 im Inventar. Okay, ich bräuchte nochmal die Hacke. Magst du mal... Wobei... Kann ich auch gleich machen. Im Anschluss... Ja, ich werde mal eben kurz das Getreide mal verarbeiten. Den ganzen Scheiß da mal abbauen. Neu Samen, neu besamen. Ah. Das ist doch eine schöne Aufgabe, hä? Wow. Der war das so sieht mal so aus, als wenn wirklich mal alles. Ja, ist sogar alles mal fertig. Wow. Ich sollte mir vielleicht mal wirklich angewöhnen, den Server mal ein kleines bisschen schon laufen zu lassen, wenn wir anfangen, beziehungsweise bevor wir anfangen, dass auch der ganze Kram mal so ein bisschen nachwachsen kann. So. Sieht auf jeden Fall geil aus, so, wenn alles schön ausgewachsen ist. Hab was. Wie sieht das mit dem Dings aus? Ja, das kannst du auch gleich mal mitnehmen, das Papier. Immer wieder herrlich, so abbauen. Ach, weißt du was? Ach, jetzt haben wir natürlich kein Eisenreschen, keine Erde mehr da. Ich wollte gerade sagen, ich brauche jetzt mal eben schnell einen Auffangbecken. Auch gar nichts mehr jetzt dabei. So, dann lasst uns mal besamen. Das ist so eine Aufgabe, die gefällt dir, hm? Sowas von. Ja, du mal wieder. Zack. Haben wir es ja auch gleich. Zack.
Ich muss es immer wieder sagen, also der Ausblick alleine von hier schon ist echt genial mit dem Wasser, also. Nice, nice, nice. Durchaus. Und durchaus. Indeed. Auch. Wobei. Magst du mal Papyrus noch mal eben abbauen? Gehe ich schon mal zu den Kühs. Zu den Mokus. Gibt ja auch noch mal ein bisschen Erfahrung, fällt mir gerade ein. Kannst du dich ja noch mal um die Schafe danach auch kümmern. Das ist auch noch ein bisschen Erfahrung. Klong, 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 ganze Kühe hier. Ah, so langsam ist unsere Kuhsammlung angenehm. Ich glaube, wir können auch bald mal wieder schlachten. Ja, sobald können wir das auf jeden Fall mal wieder machen. Das dürfte ein bisschen was abspringen. Wow. Also ich habe jetzt schon 64 Kühe gefüttert. Ja, ich glaube, so langsam habe ich alle. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Wahrscheinlich keine mehr zu. Ah, doch, da ist noch eine gewesen. Wow. 70. Ja, so knappe 80 Kühe müssten jetzt hier. Große Kühe drin sein. Nicht schlecht. Oha. Ja, nochmal ein ganzer Schwung. Bäh, 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 bäh. Mu, mu, mä, mä, mu, mä, mu, 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 mä, mu. Ey, Wahnsinn, was ich hier gerade an Getreide verballer. Nicht schlecht. Fast anderthalb Stacks. Jetzt bin ich auch durch. Boah, wie das aussieht. Pervers. Ja, Massentierhaltung und so. Wobei das sogar auch noch geht, also. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja, das habe ich nur nicht auch. Ja, ich fress euch, ihr Schweine. Kühe. So, ja, und damit würde ich dann jetzt aber auch mal sagen, sind wir dann endgültig am Ende der Folge. Haben ja jetzt ein bisschen überzogen auch. Haben ja auch gut was geschafft hier. Alleine das schöne Lagerhaus hier. Also das ist ja nur wirklich echt schön geworden, muss ich sagen. Und ja, damit entlassen wir euch dann einfach mal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein. Und es heißt Minecraft. Tschüss.